Kümmere dich nicht um jeden Klatsch. Milan kommt von der Schule. Sein Vater wartet auf ihn. Er erzählt seinem Vater, warum sie das Fußballspiel verloren haben. Alle sagen, dass es Jakobs Schuld ist. Er ist die ganze Woche nicht zum Training gekommen, denn er war krank. Aber die anderen haben ihn mit seiner Mutter beim Einkaufen gesehen. Er hat nicht trainiert, deshalb hat er beim Spiel das Tor nicht getroffen. Das ist nur Klatsch, sagt der Vater. Milan versteht das nicht. Du erzählst mir etwas, was du von anderen gehört hast. Vielleicht stimmt das gar nicht, sagt Milans Vater. Jakob war krank, aber er musste mit seiner Mutter einkaufen gehen. Fußball ist ein Mannschaftssport. Ihr spielt alle mit, das Ergebnis ist eure gemeinsame Arbeit. Das stimmt, ich mache sowas nie wieder. Ich muss mich auch bei Jakob entschuldigen, sagt Milan. Kümmere dich nicht um jeden Klatsch. Als Milan von der Schule kam, wartete sein Vater auf ihn. Er beginnt sofort zu erzählen, warum sie beim Fußballspiel nicht gewonnen hatten. Alles war Jakobs Schuld. Eine ganze Woche kam er nicht zum Training. Er sagte, dass er krank war. Aber die anderen haben ihn mit seiner Mutter beim Einkaufen gesehen. Wenn er mehr trainiert hätte, hätte er ins Tor getroffen. Es ist seine Schuld, dass wir verloren haben. Weißt du, dass du jetzt Klatsch verbreitest? Fragte sein Vater. Wie bitte? Fragte Milan überrascht. Du hast von jemandem etwas gehört? Du weißt ja gar nicht, ob das wahr ist oder nicht, aber du erzählst es mir. Das ist Klatsch, erklärte der Vater. Er wurde im Geschäft gesehen, schrie Milan. Das heißt nicht, dass Jakob gelogen hat. Vielleicht kamen sie gerade vom Arzt oder seine Mutter wollte ihn nicht allein lassen. Fußball ist ein Mannschaftssport. Ob ihr gewinnt oder verliert, hängt nicht von einem einzigen Spieler ab. Ihr seid enttäuscht, aber ihr sollt nicht Jakob die Schuld zuschieben. Du hast recht, Vater, sagte Milan leise. Das ist wirklich nur Klatsch. Ich werde mich bei Jakob entschuldigen.